Können wir langsam anfangen, wa? Was sind schon Countdowns? Willkommen zu einer neuen Runde Scum. Gucken wir uns mal weiter das Spiel an. Vielleicht noch ein bisschen leiser. Damit wir auch die Viechers hören, die um einen rum sind. Gucken, ob er das übernommen hat. Okay. Hat er gespeichert. Fortsetzen. Hat er gespeichert. Gut, gut. Ich habe das nämlich gestern mal deinstalliert gehabt und wieder installiert. Yeah. Da sind wir wieder. Jetzt sehe ich die Bitrate 5900. 6,6. Wenn ich mich ein bisschen bewege, okay. Scheint zu passen. Es war komisch, dass der bei konstanter Bitrate nicht da draus drückt, was ich gesagt habe, aber das liegt wohl an dem neuen Streamlabs OBS. Oh nee, ne? Wird gerade dunkel. Kirchentür ist offen. Schlecht. Ich glaube, die mache ich erstmal zu. Bevor mich hier noch einer anknabbert. Ein Zombie, der in der Nähe ist. So, das haben wir. Schieben wir da die Maus noch ein bisschen rüber. Das ist natürlich jetzt schlecht, dass es gerade dunkel wurde. Aber so what, da müssen wir durch, ne? Das ist halt ein Survival-Spiel und wir versuchen so gut wie möglich zu überleben. Packen uns die Gun auf Schnellzugriff. Ich hoffe, man kann was erkennen. Also in meiner Vorschau sieht das halbwegs okay aus. Also ich kann es in der Vorschau noch halbwegs erkennen. Ist halt dunkel, ne? Und wenn es dunkel ist, dann ist es, glaube ich, normal, dass man schlecht sieht. Was haben wir da? Küchenmesser. Metallschrott. Wie geht's denn zum Leuchtturm? Gucken wir mal hoch zum Leuchtturm. Vielleicht lohnt sich das, nach oben zu gehen. Hm, vielleicht doch nicht. Denn da kann man in die First-Person-Perspektive rein. Ah, ist ein bisschen doof, dass der Himmel heller wird, wenn man nach unten guckt. Ist das hier auch so? Nee, eigentlich nicht. Komisch. Irgendwo ist hier gestern ein Zombie rumgekrochen um den Friedhof.
Im Dunkeln sind die natürlich noch schwerer zu sehen. Verdammt. Ich habe mir heute vorgenommen, mal ein bisschen das Crafting-System anzugucken. Also ein paar Sachen zu sammeln, die man braucht halt, um Sachen zu craften. Zum Beispiel aus dem Speer hier mal so ein Steinspeer zu machen oder so. Das kann man auch machen. Weil es halt ein PvE-Server, da muss man sich dann die Herausforderungen erstmal suchen. Aber hat auch einen Vorteil, dass nicht gleich 27 Leute mit einer Sniper-Gun auf dich zielen, wenn du einloggst. Die sich hochgelootet haben bis zum Get-No und alles auf Max-Stufe haben und langweilig nur noch warten, dass ein Neuling irgendwo spawnt. Schießpulver. Ja, nehmen wir mit. Zu trinken haben wir auch noch. Cool. Bin immer noch die laufende Wanderapotheke. Ich schlepp hier Medikamente rum, da träumt die jede Apotheke von. So. Vitamin D. Alles andere ist oben. Verdammte Axt. Aktivität, GU. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Alkohol. Noch ein bisschen Alkohol im Blut. Aber wir ziehen uns denn ein bisschen Vitamintabletten rein. Nicht wahr? Die sollten ja eigentlich theoretisch dennoch alle abdecken. Also alle Vitamine abdecken. Könnte man sich noch ein bisschen Orangensaft reinziehen, wenn das hier schon rumsteht. So zum Nachspülen. Sollte doch vielleicht ein bisschen Zucker in den Körper kommen. Durch den Orangensaft. Ah, geht langsam hoch. Gut. Gut. Stellen wir die Flasche wieder hin. Ja. Dunkelheit ist jetzt natürlich, wie gesagt, doof, weil man keine Viecher oder irgendwas hört. Ein Stück Papier, eine Bleiplatte. Die sieht man ja denn nicht, die Viecher. Muss man sich auf das Gehör verlassen. Wir horchen ein bisschen. Hören wir nicht grummeln. Hallo, is anybody out there? Wenn er gleich macht, dann ist wohl ein Zombie draußen. Nee, ich glaube nicht. Meistens hört man die so ein bisschen. Ich weiß, da hilft jetzt die Musik nicht gerade im Hintergrund, aber sonst wäre das, glaube ich, viel zu langweilig, das Spiel. Und so haben wir dann auch mal ein paar Action-Momente, wenn ich was überhört habe. Mal kicken, wo ich bin. Da ist irgendwie ein einzelnes Haus oder was? Das gucken wir uns mal an. Halt, falsche Taste. Einerseits wäre eine Taschenlampe gar nicht schlecht, ne?
Andererseits würden denn Viecher und Zombies auch wissen, wo man ist, ne? Und man kann ja auch die Musik kurz mal ausmachen. Aber so richtig ist nichts zu hören. Viecher und so was, die machen alle immer irgendwelche Geräusche und Zombie grunzt doch so ein bisschen vor sich hin. Wird das gerade wieder heller? Nee, nicht wirklich. Ist bloß die Wolke, die jetzt vor dem Mond weggeht. Könnte er noch so ein bisschen schleichen. Ist natürlich extrem gefährlich, jetzt durch so ein Waldstück zu gehen im Dunkeln, weil man sieht echt kaum was. Sobald man was hört, muss man auch sofort stehen bleiben und checken, aus welcher Richtung das kommt, weil dann ist es nämlich schon in der Nähe. Aber wie ich schon sagte, das wäre echt zu langweilig, glaube ich, würde ich jetzt ohne Musik die ganze Zeit nur raschel, 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 raschel. Muckazotte, danke für dein Loot. Danke, danke. Fleißig dabei, ja. Ne, muss ja erkunden. Heute denke ich mal, versuchen wir mal ein bisschen mehr übers Craften rauszufinden. Dass man sich ein paar Sachen sammelt, dass man hier, wie gesagt, den Holzspeer konnte ich bauen. Improvisierter Steinspeer zum Beispiel. Speer habe ich in der Hand. Dann bräuchte ich nämlich zwei große Steine oder zwei kleine Steine. Search for Steine. Haben wir denn jetzt genug? Wo muss ich die echt in der Tasche haben? Dann lege ich zweimal Menschensteak weg. Warum kann ich den nicht craften? Ich könnte einen kleinen Steinaxtkopf bauen. Warum kann ich den nicht craften? Ich habe zweimal. Ich brauche zwei Steine, ja. Eins, zwei. Siehst du hier? Kleiner Stein mal zwei. Eins, zwei. Steht doch hier kleiner Stein. Man kann doch hier bei den Pfeilen umschalten. Ich könnte auch mit großen Steinen, aber ich kann auch mit kleinen craften. Meine Hackebeil habe ich. Hä? Vielleicht, weil ich den in der Hand halte? Nö. Warum kann ich den nicht herstellen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Siehst du das hier? Ich kann nur umschalten. Komponenten, großer, kleiner Stein. Kleiner Stein mal zwei. Langer Holzstock. Langer Holzstock. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Ich habe nämlich einen improvisierten Holzspeck. Ich dachte, von dem aus muss ich upgraden. Okay. Jetzt macht die Sache Sinn. Jetzt macht die Sache Sinn. Verdammt, Axe, ich habe keinen Platz. Ich bin bestimmt doch zu dick.
Also ich mal noch so ein Bienenpollen-Zeug. Werkzeugkiste habe ich auch. Irgendwas Sinnloses wegschmeißen, aber was ist schon sinnlos, ne? Ich glaube, Natrium habe ich genug. Können wir schon wieder ein Steak einpacken. Ja, richtig. Das ist ein Busch neben mir. Das. Search for Steine, okay. Es läuft da wieder. Also, das ist auch ein bisschen doof, wenn man gescrollt hat im Menü, dass da dann sofort auf Laufen-Modus wechselt, ne? Umfällen. Das sieht aus wie ein größerer. Ah, schon rausgefunden. Ja, das weiß ich, aber ich habe eben im Menü hier rumgescrollt, weißt du, und dann ändert sich auch das Laufverhalten hier von dem Typen. Das ist ein bisschen doof. Kleiner Holzstock, langer Holzstock, okay. Die Steine, die habe ich im Inventar. Jetzt geht er doch. Handwerk herstellen. Ich dachte zuerst, ich muss wirklich aus diesem improvisierten Holzspeer das machen, weißt du? So, jetzt habe ich einen Steinspeer. Können wir mal improvisierter Steinspeer? Was wäre das? Nagelbesetzte Keule, Metallaxt, kleine Streitaxt, kleiner Steinaxtkopf. Da braucht man einen kleinen Steinaxtkopf von 5 Meter Seil hier. Oder ein improvisiertes Seil. Oder so ein Baumrinnenseil. Langer Holzstock auch wieder. Könnte man sich Äxte craften. Cool. Das ist schon mal nicht schlecht. Metallmesser. Ach, dafür braucht man denn das Klebeband. Ah. Stück Gummi, das ist ja aber auch nicht schlecht, ne? Wenn du aus Metallschrott hergestelltes Schwert, also so ein Metallschwert, kann ja wohl wahrscheinlich sehr gut sein. Denke mal, das ist dann noch deutlich besser als so ein normaler Stock hier, ne? Bündel Holzstöcke. Ich könnte sogar so ein Baumrindenseil craften. Was ist das? Eine improvisierte Feuerstelle? Haha. Okay. Kleiner Fleischspieß. Okay. So, gucken wir mal. Da war das Haus, wo ich hin wollte. Habe ich jetzt das Fleisch da gelassen oder was? Ich gehe mal noch ein paar Meter zurück. Aber ist ja auch egal, ich habe hier noch zu essen mit. Da die Richtung. Notfalls kann man sich ja noch einen Zombie zerlegen, ne? Immer der
Ist dann auch ein klein bisschen effektiver, der Stein schwer, dadurch, dass ich dann nicht ganz so viele Hits brauche auf so einen Zombie. Oder irgendwelche Viecher. Ich glaube, alles bis auf den Bären werde ich bekämpfen. Den könnte man mal testen. Was ist das für einer? Honiggelber Hallimarsch. Bringt der irgendwas? Vitamine oder so. Ja, das ist schon richtig. Aber da bin ich noch nicht skillig genug, dass ich Zombies das Ding sofort in den Kopf werfen kann. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie einen Speer bewusst geworfen. Also wenn, dann habe ich die alle immer unbewusst weggeworfen. Und unter dem Gesichtspunkt, dass mit einer Shotgun einen Haufen Viecher und zumindest einen Haufen Zombies anlocken tust, ne, ist so ein Speer gar nicht so verkehrt. Weil wenn du einen Zombie erschießt, dann kommen gleich drei andere angelaufen. Heyo, Bullet Chaos. Das ist aber auch Cheaten, wenn du denn das Fenster benutzt. Früher haben die sich die Leute ja immer hingelegt, aber das geht jetzt nicht mehr. Finde ich gut, dass sie das rausgepatcht haben. Klaut ja irgendwie die Immersion, wenn du dich da einfach hinlegst und dann kommt kein Zombie mehr an dich ran. So muss man sich wirklich vor den Zombies in Acht nehmen. Wer weiß, wie lange noch Nacht bleibt. Wie sieht das eigentlich im Stream aus? Grisselt das? Also pixelt das, wenn ich hier so ein bisschen hin und her bewege? Dann sieht man schlecht, ne? Weil es ist dunkel, denke ich mal. Human, musst du NBA zocken, Mann? Nee, muss ich nicht. Ist gerade zu dunkel für ein Urteil, ja, da dachte ich mir schon. Weil ich habe jetzt auf 900p gestellt und da ich Transcoding habe, dachte ich mal, ballerst mal mit 8 Megabit. Aber irgendwie macht das Streamlabs OBS und das, was es denkt und will. Konstant Bitrate ist für ihn nicht, dass er dauerhaft 8 Megabit sendet, sondern momentan, was sind das gerade? 6545. Meine Leitung müsste 25 Megabit hergeben, ne? Also. Wo ist denn hier das Haus? Das muss doch hier. Ach so, das kommt erst noch. Aber ich finde das cool, dass sie auch so ein bisschen auf Sound Wert gelegt haben. Also, dass dann jedes Tier auch irgendwo seine eigenen Geräusche macht und so. Und auch so ein bisschen Grillen zirpen hörst. Dadurch hat man ja enorme Immersion. Wenn man denn irgendwas grummeln im Hintergrund hört, dann weiß man genau, dass irgendwas verfolgt dich oder ist in der Nähe oder. Und ich glaube, würde man die Viecher nicht hören, das wäre zu krass. Wenn mit mal ein Bär neben dir steht oder mit mal ein Wolf neben dir steht.
Ich denke mal, das ist noch ein bisschen Feintuning, dass man die dann nicht ganz so gut hört, wenn sie noch weiter weg sind und so. Die meisten Tiere hauen ab, ja, das ist richtig. Aber wenn du so eine Ziege siehst, also so eine Ziege hat mich schon mal umgeboxt. Die kam auf mich zugerannt und hat mich mit den Hörnern immer umgestoßen und dann ist sie erst weggerannt. Blöde Ziege. Genau. Dann hat man ja hier mit dem Rechtsklick, kann man ja Spuren lesen irgendwie, ne? Wenn man rechts gedrückt festhält. Wenn man ein Tier verletzt hat oder so, dann sieht man die Blutspur. Na, den du empfohlen hast. Auf dem Server bin ich. Wenn ich alleine unterwegs bin, also nicht mit Arnold und Neo, dann bin ich auf dem hier unterwegs und mit Arnold und Neo sind wir auf deren Server unterwegs, wo die sich zuerst für entschieden hatten. Also jetzt bin ich auf den, den du empfohlen hast. Schleiche durch die Wildnis und entdecke die Landschaft. Und bis jetzt ist auch noch alles gut. In welchem Bereich? Ich drehe mich mal ein bisschen dabei B3. Siehst du das blaue Ding? Da bin ich gerade. Ich will mir das einzelne Haus hier mal angucken. Das sieht aus wie ein Haus. Irgendwo soll hier ein Haus sein. So sieht es zumindest auf der Karte aus. Ist natürlich dunkel. Wobei ich finde, man sollte auch mehr Pflanzen sammeln können und so. Hier Butterblumen oder sowas vielleicht noch. Das wäre auch noch cool. Weil das soll ja. Genau. Dass man da so aus allem irgendwie Nutzen machen kann. Wie gesagt, Pilze vielleicht auch noch irgendwie zerreiben zu Puder und sowas, dass man die nicht nur essen kann. Manche Pilze, Giftpilze vielleicht sogar zu Medikamenten machen könnte oder so. Halt so ein richtiges Survival-Spiel, weil so ein Armer-Abklatsch brauchen sie nicht programmieren, nach meiner Meinung. Also wer auf Military steht, der soll Armer zocken. Mit Sniper und wie sich was alles, ne? Den sollen sie Armer zocken, die Leute, die auf Military stehen, so eher auf Survival gehen, alle Survival-Aspekte benutzen. Ja, stimmt schon. Conan Exiles ist schon rudimentärer, sage ich mal. Was ist mir zu teuer zum Beispiel? Da habe ich schon wieder gescrollt. Conan Exiles ist mir zu teuer. Für so eine rudimentären. Ihr das? Du siehst ja auch nichts. Ui, ist er dicht. Hui ist der dicht.
Das ist richtig, das ist richtig. Weil das ist mir denn auch keine, ich glaube 29 oder 39, ich weiß es nicht genau. Das ist mir zu teuer für so eine einfache Gehmechanik. Das hier ist wohl das Haus, was ich gesucht habe. Da ich hier nicht weiter grunzen höre, glaube ich, ist hier auch nichts in der Nähe. Na super. Pünktlich zum Ankunft, zur Ankunft beim Haus kriege ich hier Framedrops. Des Todes schon wieder. 36 FPS. Ich zocke ja auch schon 10 Minuten. Da ist ein Ei. Tatsächlich. Eier werden von weiblichen Tieren verschiedener Gattungen gelegt, darunter Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische. Menschen verzehren Eier bereits seit Tausenden von Jahren. Tatsächlich. FPS, nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Spiel neu starten. Ich habe auch schon nachgeguckt, also meine Grafikkarte geht doch nicht irgendwie in Stromsparmodus oder sowas. Komische Sache, das. Das ist nämlich verboten. Maximale Leistung habe ich da eingestellt, also das heißt, die geht gar nicht mit. Stromsparmodus und so was. Uno Momento, gleich kommt wieder ein Bild. Scum startet. Habe das gestern noch mal probiert. Ich habe Scum mal in der RAM-Disk installiert, also ein Laufwerk im Arbeitsspeicher erzeugt. Und das Scum mal installiert, waren ja bloß wesentlich 11 GB runterzuladen. Aber was soll ich sagen, das ist genauso schnell gebootet, als wenn das auf SSD ist, also keine Geschwindigkeitsvorteile. Fortsetzen. Was habe ich gerade gesehen? Bukka Zattel zockt auch Scum. Der will mich bestimmt streamsnipen jetzt. Wollte gerade sagen, es hat schon heller geworden. Nee, du bist zu weit weg. Siehst du, wusste ich doch, dass er das vorhatte. Aber zur Erinnerung, das ist ein PvE-Server, ne? Vitamintabletten, Lumpen. Ah, nehmen wir nochmal Lumpen mit. Wird gleich dunkler, meinst? Das wäre schlecht. Ich sehe gerade so gut. Eine Schere. Nope. Schere können wir nicht gebrauchen. Ja, eigentlich ist es ungewohnt hell, ne? Hast recht. Da ist es gerade dunkler geworden. Verdammte Axt. Verdammte Axt. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich glaube, jetzt gehe ich zur nächstgrößeren Stadt darüber. Und ihr seht ja, eine gewisse Zeit lang kann man das doch mit
ordentlicher Performance zocken, aber dann mit mal zack, geht das runter auf die Hälfte. Und ihr seht ja unten rechts 81, 84%, das ist immer noch nicht alles, was die Grafikkarte kann, ne? Aber warum soll sie mehr tun, als sie muss, ne? Das wäre Energieverschwendung. Ich denke mal, reduziert doch die Lebensdauer der Grafikkarte, wenn ich ständig heizen lasse, was das Zeug hält. Da die neu ist, soll sie ja möglichst lange halten. Aber ich denke mal, das ist irgendwo ein codetechnisches Problem im Spiel. Was sie da haben, dass nach einer gewissen Zeit halt die FPS einbrechen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Grafik eingestellt. Ich denke, da könnte ich sogar noch ein bisschen mehr einstellen. Das merke ich auch in GTA, da lacht sich die Grafikkarte total kaputt drüber. GTA habe ich alles auf Maximum gedreht, so ziemlich was Textur und wie sich was alles geht. Ich glaube nur, das Multisampling Anti-Aliasing, das habe ich eine Stufe niedriger als Max gedreht. Weil ich ja über Grafikkarte gleichzeitig noch streame. Braucht die ein klein bisschen Leistung auch für den Stream. Ihr seht ja unten, meine CPU chillt sich da mit 40-50% ab. Das wäre deutlich mehr, wenn ich jetzt über CPU streamen würde. Oh, ein Riesenbovist, glaube ich. Let's check it out. Riesenbovist, 10 von 10. Was ich ein bisschen doof finde, man weiß nicht so wirklich, was jetzt Vitamin D bringt. Das sind extrem wenige Sachen, die Vitamin D bringen, ne? Ich glaube nur Pfifferlinge, soweit ich weiß. Die finden es nur in einer bestimmten. Konstellation irgendwie, also einen bestimmten Bereich der Karte. Theoretisch schon, ja. Aber wie gesagt, das Airfield interessiert mich gar nicht so krass, weil erstmal habe ich mir heute zum Ziel gemacht. Würste? Okay. Ein zylindrisches Fleischprodukt, das für gewöhnlich aus Hackfleisch, Salz, Gewürzen und anderen Aromen, Paniermehl und. Eine Appelle besteht. Aha. Chili con Carne, Eintopf. Das sind die ganzen Sachen zum Kochen denn. Ah, wobei ich finde, das sollten sie vielleicht auch ein klein bisschen vereinfachen. Weil gerade der Topf und so, der ist sehr groß. Esse ich noch ein Stückchen Riesenbovist. Also wirklich Vitamin D hat der nicht gebracht, ne? Ja, hau ab, du blöde Drohne. Wobei, leuchte mal ein bisschen. Das hier in der Nähe. Kann ich werfen mit dem Pilz? Da ist die Stadt.
Ist ja, wenn man denn keine interessanten Aktionen macht, dann haut die Drohne auch schnell wieder ab. Dann PvE ist das, glaube ich, auch nicht so ganz störend. Im PvP ist das natürlich tödlich, wenn du eine Drohne neben dir hast. Könnt ihr jetzt alle möglichen Pilze essen, aber... Die Idee wäre vielleicht doch noch so eine Art Überlebenshandbuch oder sowas. Dass man irgendwie Sachen, die man rausgefunden hat, irgendwo dokumentiert werden, damit man es nochmal nachlesen kann. Wenn man jetzt sagt, ich brauche Vitamin D, dann blättert man da ein bisschen drin rum. Was habe ich bisher schon gegessen? Was ist gut für Vitamin D und so? Naja, kann man sich ja auch nicht alles merken. Was man so an Nahrungsmitteln bisher schon gegessen hat. Denke ich, würde ein Improvement sein. Nennt sich Reddit, ja. Aber ich glaube, in Reddit fragen doch bloß die Plebs nach. Die Leute, die keine Ahnung haben vom Internet. Wer ein bisschen Ahnung hat, der gibt das in der Suchmaschine ein und findet dann eine Seite, wo das schon zusammengetragen wurde. Ne? Also so eine Art Game-Wiki. Die Leute, die zusammen sind, ein Wiki zu suchen, fragen halt in Reddit. Wie geht denn dat und dat? Ich hab nix gefunden. M9 Magazin. Brauche ich nicht. So habe ich das verstanden. Ich meine, wenn man jetzt ein Computerproblem hat, das ist was anderes, ne? Also so eine Sachen, die man nicht mal eben in irgendwelchen Webseiten zusammengetragen hat, weil hat ja selten eh eine Webseite, wo alle Computerprobleme aufgelistet sind und so. Da kann man sicherlich mal da fragen oder in irgendwelchen Foren fragen, aber gerade für Spiele oder so macht das doch eher Sinn, sich so ein Wiki zu suchen, wo dann alle möglichen Tipps und Tricks rund um das Spiel schon zusammengetragen wurden. Klar, sicherlich kann man da auch Fragen in Reddit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht mal einen Account. Das ist noch nicht wirklich ein Ding für mich gewesen. Genauso wie Facebook oder so. Das hat noch gar nicht so viel Relevanz erreicht, dass ich mir da überhaupt einen Account anlegen sollte. Pff. Die verkaufen doch so und so deine Daten. Nee, kannst du knicken. Da machst du ja Mr. Zuckerberg bloß reicher mit, wenn du einen Account anmeldest. Ich weiß, der nagt am Hungertuch und ist praktisch am Verhungern. Aber ich auch. Ach, so viel Salzigkeit von mir. Aber hey, ich sag halt, was ich denke. Wenn irgendjemand sagt, hey, guck mal meine coolen Nike-Schuhe, dann sag ich, oh, ey, da werden sich die indischen Kinderhände gefreut haben, dass du die gekauft hast.
glaube, auf wenige Sachen kann man heutzutage stolz sein. Wenn man Geld gespart hat beim T-Shirt, dann ist das wieder auf Rücken von irgendwelchen Kindern. Wah! Oh, hier laufen, glaube ich, Mechs rum, ne? So sieht es zumindest aus. Könnte sein, ja. Könnte daran liegen, dass die Musik zu laut war und ich den Grunzen von dem Zombie nicht gehört habe, aber da läuft ein Mech rum. Weil wenn der immer da bloß seine Runde dreht. Kann man hier mal nachschauen, ne? Babynahrung. Ja, vielleicht sieht man sich sogar mal. Aber als Streamer muss, ja, tschüss, Fokas hatte erstmal, ne, und vielleicht sieht man sich und ich lese gerade Bullet Chaos seinen Text. Gebe ich dir recht mit Facebook, aber als Streamer musst du dich dem System ein Stück weit ausliefern, ja. Ich habe mich ja bei Twitter angemeldet, ich denke mal, das ist genug Öffentlichkeitsarbeit und da poste ich eigentlich auch nur in Anführungszeichen berufliche Sachen, also was mit Stream zu tun hat. Also ich poste da jetzt nicht, ich habe mir ein paar Socken gekauft, guckt mal hier und so, ne? So was poste ich da nicht. Also meine persönlichen Informationen bleiben schon persönlich, denke ich mal. Und was so mit dem Stream zu tun hat, das kann man da ja mal posten. Das können sie meinetwegen auch verkaufen, das dient mir auch als Förderung. Sozusagen als Reichweite und sowas, das ist mir dann auch egal. Wenn die da die Informationen verkaufen, wann ich live gehe und so, wann da der Bot den Tweet macht, dass ich live bin und so, das können sie meinetwegen verticken. Das ist mir dann Wuppe. Aber du hast schon recht, also ein Stück weit muss man sich so ein System schon ausliefern, wenn man Streamer ist, weil sonst bringt das ja nichts. Sieht hier zwar halt schon gelootet auf, weil aus, weil offen ist. Aber trotzdem kann man ja nochmal nachgucken. Vielleicht hat er ja bloß nicht mitgenommen, was ihm nicht gefällt. Soldatenhelm, Soldatenhelm. Hat er schon. Technisch gesehen sind hier sogar zwei Mechs. Da hinten läuft einer. Hier vorne läuft irgendwo einer.
Schon cool, dass man hier am Sound abschätzen kann, wo der ist. Ach, na ja, so schlimm ist das jetzt nicht. Man muss dann bloß aufpassen, ne? Wäre natürlich extrem fieser, wenn hier noch mehr Zombies rumlaufen würden, ne? Wenn du hier noch einen Zombie-Fight zwischendurch hast, dann wäre das schon richtig fies. Pfirsichkompott. Und dann noch im Dunkeln. Wow, hier ist ja eine. Okay. Mal Fenster hier. Überall diese Gummibänder. Wie gesagt, den müsste man noch hacken können. Das wäre doch geil.
das hier lang. Ah! Hilfe! Heieieiei. Heieieiei. Da rennt ein Zombie. Das ist nicht gut. Er dreht gleich um, ne? Wow, der hat schon umgedreht. Mensch, Mensch, das ist ganz schön gefährlich hier. Das ist hier ganz schön gefährlich. Mit den ganzen Mechs. Da hinten rennt ja noch einer.
Das ist ja hier richtig heiße Pflaster, ey. So gut war das Loot bisher nicht, als sich das gelohnt hätte. Ah, Frame Drops. Das geht doch ja nicht. Kann man fast die Uhrzeit nachstellen, wa? Nee, nee, nee. Alpha. Also große Fabrik bedeutet, große Orte bedeuten immer Mechs. Sehr ewig. Zocken wir noch kurz ruckelig weiter, bis wir beim nächsten Haus irgendwie sind. Wo man dann mal einen Relock machen kann. Ist das da hinten ein Haus oder habe ich mich da gerade verguckt? Das könnte noch ein Stücken sein bis dahin. Hyperthermia. Kann ich auswählen, wo ich sie hinlege? Legen. Dann nehmen wir schon mal eine Antibiotika. Hilft das immer noch nichts. Auch die Hose ausziehen. Bringt nicht wirklich was, ne?
Komische Sache, das. Warum hat der weiterhin so eine hohe Temperatur? Noch einen Schluck Wasser trinken. Keine Ahnung. Phase 1 krank. Komische Sache, das. Was hat Arnold letztens gemacht? Der hat sich zu Dings besorgt, zum Schwimmen. Und wie fehlt jetzt auch die Hälfte? Netter Bug. Also Umgebung liegt nichts mehr. Technisch gesehen habe ich alles. Ziehen wir uns hier noch ein Penicillin rein. Müssen wir ein bisschen in die Richtung laufen. Da soll wohl ein. Ich weiß es nicht. Aber Hyperthermia ist auch eigentlich, wenn irgendwie Fieber oder sowas. Also da habe ich doch schon das Richtige genommen, dass ich Antibiotika und ein bisschen Penicillin genommen habe. Und im Normalfall brauchst du ja denn, aber da steht doch nicht behandelt. Also ich habe wahrscheinlich auch die falschen Medikamente genommen. Vielleicht noch ein Aspirin hier. Und noch eine Aktivkohle, falls ich mich vergiftet habe. Ich weiß nicht. Erstmal alles reinziehen. Und vielleicht noch das Ei essen. Das Eiweiß wieder hochgeht. Keine Ahnung. 38,4. Das geht immer höher. Verdammt. Ich glaube, ich muss jetzt langsam in Richtung Wasser. Da vorne sieht so aus, als ob da Wasser ist. Hätte ich das nicht gewusst, würde ich jetzt hier langsam verrecken, ne? Also ich weiß ja jetzt, dass ich irgendwo in so einem Tümpel mich abkühlen kann. Muss man natürlich rechtzeitig hinkommen. Holy shit, ist das noch weit. Eieieiei.
Eieieiei. Ich wundere mich nämlich schon, warum mein Leben da weniger wird. Ruckel ich mal rüber zum See. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt mit der Hyperthermie. No idea. Soll nicht mehr weit sein. Ich verliere zum Beispiel auch schon beim Joggen Ausdauer. Also das ist ja auch schon ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Hier 68, 67. Könnte damit zu tun haben. Müsste auch noch urinieren, okay. Dann urinieren wir noch schnell. So, ich merke mir an diesem Baum hier, lege ich meine Sachen ab. Mein Helm zum Beispiel, das ist ja backig, dass ich meinen Helm zum Beispiel jetzt gar nicht ablegen kann. Da, ich kann gar nichts weiter ablegen. Meine Jacke und so. Doch, okay. Ein Glück. Sonst würde ich gnadenlos untergehen. So, vielleicht noch meine Shotgun hinlegen und mein Speer. Mein Helm kriege ich nicht abgelegt. Okay. So. Es geht's wieder runter. 36,7. Schlagartig. Die Hyperthermie ist auch weg, ne?
Okay. War das hier der? Oder habe ich mich jetzt so vertan? Ich habe mich wohl vertan mit dem Baum. Ich bin noch hier gekommen, oder? Zu dem. Hat der Baum da. Ich glaube, das ist der Baum. Das wäre extrem schlecht, wenn jetzt alle Sachen weg wären, ne? Mein Rucksack. Und eine taktische Weste und eine Jacke, ein Steinspeer und eine Pumpgun, Stiefel, Umhängetäschchen. So. Da sieht man natürlich schlecht jetzt, ne? Gewicht der Ausrüstung 40 von 47. Hat das irgendeine Bedeutung, dass das jetzt hier rot ist? WCU-Leistungsmonitor? Mein Plan, aber das Rote hier, das macht mir schon Sorgen. Gewichtsbelastung 100%.
Ist noch nicht runtergegangen jetzt. Ich habe schon ein halbes Kilo gegessen. Aber möglicherweise hat er das ja dann auf den Rippen, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ich denke mal, zumindest ist jetzt erstmal kein Zombie in der Nähe. Wir starten erstmal das Spiel neu. Weil so mit 34 FPS fetzt das nicht wirklich, ne? Musik. Fortsetzen. Jetzt ist es so gleich dunkler geworden. Jetzt sind doch alle Sachen wieder an der richtigen Position. Rot kann nichts Gutes bedeuten. Rot kann nichts Gutes bedeuten. Wir essen mal zwei so eine Tabletten. Pollenzeug. Dass das alles Sinn macht. Und Vitamin D-Probleme, ja. Kann man nur Vitamintabletten fressen, weil
3 Vitamintabletten erstmal. Dass das denn langsam hochgeht irgendwie. Kann doch nicht sein, dass ich wirklich zu schwer bin. Hackebeil jetzt ablege, sind die Werte immer noch rot? Ja, dann sind die immer noch rot. Gewichtsbelastung 100%, 39 von 47. Hm. 0% Zucker. Hau ab, du Olle. Drohne. Essen wir irgendwas, was Zucker bringt. Das ist halt auch eine Art von Unterzuckerung oder so. Ich werde immer fetter. Overdosis. Ach du Scheiße. Von was auch immer, ich habe eine Overdosis. Fett wahrscheinlich. Ist das echt so, dass ich so viel mit mir rumschleppe? Die paar Sachen, die ich hier mit mir rumschleppe.
Bisschen Schweinesteak. Na, wir bleiben mal in der Nähe des Tümpels hier. Warten erstmal auf den Tag. Könnte man sich ein Shelter bauen? Ein langer Holzstock und Lumpen. Habe ich noch nie gehabt, bauen wir uns mal eine Fackel. Warum kann ich nicht Light Fire machen? Bringt aber sehr wenig, muss ich mal so sagen. So eine Fackel bringt echt sehr wenig. Ein Waldbrand, das wäre was. Ein Waldbrand erzeugst hier. Was können wir denn noch Schönes bauen? Eine Feuerstelle. Hier sind doch Holzstöcke neben mir, oder bin ich blind?
Okay. Bauen wir erstmal einen kleinen Fleischspieß. Wo ist der? Hier unten? Bringt das gegrillte Fleisch was anderes? Nicht wirklich, ne? Kannst du gar nicht irgendwie klein hacken. Da brauchst du wahrscheinlich eine richtige Axt für. Was Bündel Holzstöcke meiner Hand. Das Feuer ist schon wieder aus. Was ist das denn? Warum ist das Feuer aus? Brennt das nicht so lange? Ja, sicher. Kann ja auch regnen. Aber dann geht das so schnell aus. Das ist ja doof. So, dann haben wir da schon mal so was. Oh ne, ne, da brauche ich zweimal für. Och nö. So ein improvisiertes Seil. Brauche ich Lumpen für, okay. Ich habe hier noch so ein Baumwoll-Shirt. Irgendwie bringt das nichts. In Lumpen zerteilen. Schauen wir mal. So. Fünfmal.
Hey, das habe ich jetzt nicht verstanden. Zwei, okay. Das sollte reichen. Also eine improvisierte Zeile, genau. So, das sollte reichen wiederum für eine Axt. Hallo Zahnfee. So, kombiniere Axt mit Stock, mit Holzscheit. Nee, nicht wirklich. Okay. Irgendwie konnte man doch da Bretter draus machen. Oder war das zu dünn? Kann natürlich sein, dass der zu dünn war. Ich fäll mal den. Ja, ich probiere so ein bisschen das Crafting-System aus und hallo X-Neo. So, jetzt haben wir hier Holzscheit, was verfeuert werden kann, okay. Aber ich glaube, ich hatte schon mal eine Axt und konnte denn so ein Holz irgendwie einer machen, ein Holzbretter zerteilen, genau. Und geht wohl nicht mit allen Holzscheiten, okay. Und danke fürs Loot, Zahnfee. Danke, danke. So, jetzt habe ich Holzbretter. Was kann man damit Schönes machen? Holzkeule, okay. Schauen wir mal, einfach weil wir was können, ne? Weil es ja ein PvE-Server, also entweder kommt jetzt ein Zombie angelaufen oder irgendein wildes Tier, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ geschützt. Könnte auch ein Baumrindenseil herstellen. Das mache ich mal und das nehme ich mir dann mit. Ja, wir waren noch im Bunker und sind da ein bisschen rumgetigert und haben noch ein bisschen gelootet und deswegen habe ich auch so viele Munition hier. Die ganzen Magazine hier für die MP5 sind voll. Eine Granate gefunden und so eine Werkzeugkiste und so was. Ein Haufen Munition hier, Schrotflinte, Schrotflintenmunition, 9 mm. Waren wir noch in dem Bunker und sind auch lebend wieder rausgekommen. Wenn du mal über den Clips guckst, das war dann von der anderen Seite vom Bunker, habe ich einen Clip gemacht, weil ich gestern. Ja. Chaos ist losgelaufen und ich bin da liegen geblieben und dann stand der Mächter, wie es ich, vielleicht nicht mal 10 Meter von mir entfernt und ich hinter so einem Busch gelegen. Und, oh, geh weiter. Und der hat mich nicht gesehen. Oh, hatte ich ein Schwein. Habe ich selber noch einen Clip gemacht, weil ich dachte, hey, das ist clipwürdig.
So, jetzt habe ich das Seil. Kann man ja noch als schönes bauen. Bärenstiefel braucht man sicherlich einen Bär für. Ja, das ist schon ein Stückchen. Wenn ich mal gucke kurz. Map. Bin zwar im selben B2 hier, aber du siehst ja da, direkt bei dem See bin ich gerade. Unter B2 hier. Weil ich so eine Hyperthermie hatte und mich abkühlen musste. Und jetzt wollte ich halt so ein bisschen ausprobieren, was mit dem Crafting alles so ist. Was man damit so alles machen kann und so. Fleischspieß, Zunder. Steinaxt. Was nicht alles gibt, improvisiertes Beil. Da braucht man Bolzen für, okay. Was man da alles so bauen kann. Ich denke mal, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich hier Bretter erstmal zu einem Bündel verbaue. Oh, das ist aber groß. Okay. Dann kriege ich die Axt nicht mehr mitgenommen oder den Holzknüppel. Ach, das kann man noch so hinlegen. Okay. Wieder aufheben, okay? Das wusste ich nicht. Das ist aber eine extrem lange Nacht irgendwie. Ja, und irgendwie geht es mir schlecht. Mein BCU-Leistungsmonitor ist rot. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob das hier Gewicht der Ausrüstung ist. Das sieht man so schlecht. Was, wenn ich die Axt jetzt wieder weglege? Könnte sein. Könnte sein. Nee, da sind wir nicht auf dem gleichen Server, wenn bei dir Sonne ist. Und bei mir so gerade Nacht.
Ja, ich bin auf zwei Servern unterwegs. Wenn ich alleine unterwegs bin ohne Arnold, dann bin ich auf dem einen, der mir empfohlen wurde. Berlin, glaube ich, steht da mit dem Titel. Ja, und wenn ich mit Arnold unterwegs bin, dann sind wir ja auf dem anderen da. Silver Fox oder wie heißt. Gaming, ne? So, improvisierter Steinspeer. Könnte man erstmal alles rüberschleppen zum Feuer. Da habe ich zumindest einen Anhaltspunkt. Das verfeuert werden kann. Okay, habe ich das in der Hand. Okay. Ach, das kann man mitnehmen. Moment. Nee, kannst du doch nicht. Da brauchst du richtig viel Platz. Aber durch den Regen ist es bestimmt bald wieder aus, das Feuer. Ich denke, ich bin einfach zu schwer. Etwas, ne? Ach, ich bin auch eine ganz schön fette Sau. Dass ich hier mein Vitamin D hochkriege, außer dass ich Pfefferlinge jetzt finde. Das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich. Viel zu viele Zahlen. Viel zu viele Zahlen. Und dann auch noch Teil übersetzt bloß, ne? Und ein Teil nicht übersetzt. Hat das jetzt irgendwelche Ruhmpunkte gebracht? Ich glaube, das ganze Kräften, das wäre viel schlauer als das Vieh abschießen, ne?
Sind doch schon wieder FPS-Drops. Hier mal rausgehe. 35. Nicht gut. Das müssen sie noch in den Griff kriegen. Das müssen sie noch in den Griff kriegen. Das ist ein enormer Spielspaßkiller. Genauso wie früher hier diese Desync, wo sie immer hin und her gerobst sind, die Leute und die Viecher. Das war ja auch ein extremer Spielspaßkiller. Aber hier alle 20 Minuten das Spiel neu starten, das ist auch ein Spielspaßkiller. Seht ihr ja unten rechts, die Grafikkarte lacht sich eigentlich kaputt über das, was sie machen soll. Und trotzdem bloß 34 Frames. Und wenn ich wieder einlocke, habe ich 60. Das ist nicht gut. Ich denke auch nicht, dass das an den Grafikeinstellungen liegt, weil da haben wir schon alles Mögliche auf Mittel und Aus. Ich sage Vollbild aus. Haben wir hier nicht ganz füllend. Okay. Optionen nochmal, Grafik. Dann bietet da schon gar nicht mehr eine höhere Auflösung an. Das ist ja eine Ratte. Bietet da gar nicht an. 1920 x 1080. Na nee, nicht 4K. Ich weiß, der Monitor kann das. Fortsetzen. Ach, einmal von Vollbild wieder auf Fenstermodus und wieder auf Vollbild. Fixt wohl das Problem, brauche ich das Spiel nicht neu starten. Interessant. Seht ihr? 60 FPS. Anschlag. Anschlag, Anschlag. So. Wie kann man das jetzt, dass verfeuert werden kann, okay? Wir nehmen es in der Hand. Kann man es nicht direkt ins Feuer packen? Nee. Ach so. Kann benutzt werden im Feuerring. Ah, was brauchen wir dafür? 4 Stück. Und Steine. 8 Steine. Oh, nicht schlecht. Ach, ich bin doch schon so voll gepackt. Kannst du es in die Hand nehmen? Kannst gar nicht auf den Rücken nehmen, so ein Holzscheit. Moment. Eine andere Idee. Wenn ich die MP5 auf den Rücken nehme. Ha!
Nicht wahr? So kann man das denn machen. Können wir da die Fackel, die hier rumliegt, anzünden? Wo habe ich doch hier den gefällt? Hier. Was, der ist größer? Gibt's ja gar nicht. Es gibt noch größere. Okay. Den kann ich ohne in die Hand nehmen. Was? 35 Kilo. Okay. Ach, den kann man in Holzbretter zerteilen, die großen. Ah. Wir haben was Neues gelernt. Wieder was Neues gelernt. Nein. Ich wollte doch Steine suchen. Sechs. Sieben und einen großen. So. Kann ich so ein Teil bauen? Okay. Bauen wir. Bauen wir, bauen wir. Ja gut. Kannst du nicht miteinander kombinieren, oder wie?
Okay, ist wohl nicht dafür vorgesehen, dass man da nachheizen kann mit. Hätte ja sein können. Was kann man denn noch so Schönes machen? Fackeln habe ich schon. Rucksäcke habe ich auch schon. Brauche ich jetzt keinen Kräften. Munition kann ich noch nicht. Fehlen mir wahrscheinlich irgendwelche Skills. Ich schon mal zwei Feuer. Kann ich mich an den Feuern wärmen? Ja, mit dem Vitamin D-Mangel, das ist schon ganz schön problematisch. Ist ja nicht richtig ausgerichtet, ne? Moment. Moment. Warum ist das so? Editor. Window Capture. Ist ja komisch. Wir lassen mal kurz Steam capturen und dann schalten wir wieder zurück zu Scum. Das ist ja komisch. Optionen, Grafik sieht man gar nicht, wenn ich da drin rumfuhrwerke. Alpha, Alpha, Alpha. Schlecht programmiert, Alpha. Vollbild wieder einschalten. Ich glaube. Ich glaube, das ist gar nicht so gesund, was ich hier tue. Das Spiel kommt nicht damit klar, dass OBS weiß nicht mehr, was es capturen soll. Ich sehe nämlich hier was. Ich tapp mal kurz raus. Schwache Leistung, Alpha geben. Entfernen die Windows Capture. Fensteraufnahme hinzufügen. Hinzufügen. Nicht Steam, sondern. Jetzt findet er ihn gar nicht mehr. Ach nee, ne? Ich glaube, so macht das doch alles gar keinen Sinn. Wir sollen erstmal das Spiel vernünftig fertig programmieren. Probier noch mal eine Spielaufnahme. Ob er das hinkriegt. Bestimmtes Fenster erfassen. Scum.
Nö, erkennt er gar nicht erst. Ich schalte mal in Vollbildmodus. Ah, jetzt erkennt das. Perfekte Zusammenarbeit zwischen OBS und Scum, kann man nur sagen, Kappa. Eieieiei. Jetzt wäre wieder möglich. Eieiei. Sehr demotivierend, ne? Wenn man hier ständig um die Fehler des Spiels herum navigieren muss. Bisschen mehr Anleitung wäre auch nicht schlecht, ne? Was ich mir wünschen würde, wenn man hier rüber hält, dass man weiß, was Vitamin D bringt, damit man auch danach suchen kann. Weil sonst, ist das alles ein bisschen schwierig, sage ich mal. Man weiß ja, dass die Sonne Vitamin D bringt. Bloß wenn ich mich jetzt nackig ausziehe und in die Sonne stelle, bin ich mir sicher, dass das kein Vitamin D bringt. Also sollten sie schon irgendwo eine Hilfe an die Hand geben für die Spieler. Wenigstens brennen die Feuer jetzt ein bisschen länger, wenn es nicht regnet. Was könnte man denn noch bauen? So ein Shelter wäre schon nicht schlecht, aber dafür brauche ich einen Haufen Seile. Zwei improvisierte Seile, 10 Holzstöcke. Holzstöcke. Bündel Holzstöcke craften. Tun wir erstmal daneben legen. Ach, das braucht man dafür. Ja, wir holen uns erstmal ein paar Holzstecker. Der baut das aus Großen, okay. Ah, die kleinen kann man dann so im Inventar mitnehmen, okay. Steine brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Kann ich auspacken. Legen wir uns alles erstmal hier hin, was wir brauchen. Davon brauche ich zwei, okay. Das sollte auch hinzukriegen sein. Noch ein Baumrinnensaal herstellen. Handwerk bauen.
mitgenommen. Dann bauen wir noch so ein Bündel. Prima. Dann nehmen wir uns in der Hand. Kleine Holzstöcke nehmen wir uns so mit. Zwei Stück haben wir, dann brauchen wir 10-mal langer Holzstock. Müssen wir die noch auseinanderbauen wieder. Reicht wohl noch nicht. 6-mal kleiner Holzstock, 10-mal großer. Dann holen wir noch welche. Fünf Stück kann man davon. Okay. Kleines Bündel Holzstecker. Ah, Idiot. Bauen wir auch. Uncraft. Das hier auch Uncraft. Jetzt kann ich so ein Ding bauen. Halleluja. Zum Testen prima. Sich einfach irgendwo hingestellt, das Teil. So, habe ich meinen eigenen Shelter. Könnte man destroyen, okay. Das will ich aber nicht. Aber was soll ich sagen, ich krieg langsam Kopfschmerzen. Ich werde heute auch nicht mehr lange weiter streamen. Oh. Ich werde mal gucken, ob wir jemanden finden, wo ich einen Host weiterhauen kann. Sorry, dass heute nicht so lange geht. Vielleicht morgen dann. Trotzdem danke für Zuschauen. Und danke für alle, die gelootet haben und so. Mal schauen, ob hier irgendeiner Scum zockt in der Nähe in meinen Folge. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ist ja auch real. Da wird der Autohost irgendwo greifen, denke ich mal.
Denn wie gesagt, danke fürs Zuschauen und so was alles, ne? Wiedersehen, bye bye.